Gut, das erste Vorratszelt ist fertig. Du bist einfach nur müde. Du bist auch müde. Eisenmine steht schon lange leer. Ach ja. Eisenschmelzer ist als nächstes gefragt. Möbelwerkstatt ist okay, dass sie schon eine Weile leer steht. Und du nimmst einfach Eisen aus der Pampa, ist auch schön. Aber ja, ich denke nicht, dass wir mehr als das Eisen hier brauchen werden. Müssen aufpassen, dass es keiner angreift. Sven hat ein Vorratszelt gebaut, ja. So, hier brauchen wir auch ein Holzfederzelt. Okay, du bist erwachsen. Bringen wir erstmal hier alles ins Rollen. Toria. Torarin ist nun erwachsen. Gut. Tjordolf ist nun erwachsen. Auch gut. Gold? Ne, halt, Goldsucher wollte ich unseren... Und der ist nun erwachsen, okay. Ich glaube, ich habe eine Person zu viel gemacht. Ja, sieht so aus. So, Zivilist. Ja? Du hast Druide erfunden, das ist gut. Wobei, nee, ich glaube, ich habe genau die richtige Anzahl, weil ich brauche nachher einen Goldsucher. Ja. Irgendwie wird das gehen. So, Ströller wartet in der Schule. Du wirst erst einmal... Jetzt habe ich vergessen zu gucken. Steinmetz. Und du wirst Holzfäller. So, unsere Farmer können wieder trainiert werden. Mhm.
Und jetzt von dem Menü. So, du suchst dir mal eine unverheiratete Frau. Wenn ich sie finde. Verstaubt? Ah, da, Anora. So, du hast Holzfäller gelernt. Das heißt, das und das. Werkzeugschreinerei steht schon seit einer Weile leer, ist aber auch nicht so schlimm. Wo ist jetzt mein... Ah, du bist doch ein Zivilist. Herr Jemini, Ansgar, Sturla. So, die beiden können da ruhig drin warten. So, hier mache ich das Gleiche. 25 Nahrung und Geschirr. 5. Weißt du was, dich bilde ich mal zum Träger aus. Da darfst du nämlich schon mal ein bisschen anfangen, die beiden Orte zu versorgen. Ja. 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 Ja, du bist hungrig, also wirst du dir da was zu essen suchen erstmal. So, wenigstens baut auch schon mal jemand das Dreifamilienhaus hier. Ja, da du Träger bist, kannst du auch gleich hier einziehen. Du kannst übrigens hier einziehen, weil du wirst nachher unser Werkzeugschmied, aka Waffenschmied, aka Rüstungsschmied. Und ja, hier auf halber Strecke ein Militärlager dann wahrscheinlich. Wobei, nee, ich baue das Militär direkt wieder hier am Hauptgebäude. Müssen sie zwar ein bisschen latschen, um Gold zu holen. Da ist andere auch.
Ich glaube, so ein Zwischenlager wäre keine schlechte Idee. Pilzsammlerhütte steht leer. Sehr schön, Goldsucher wurde erfunden. Ja, Sven ist hungrig, deswegen geht er jetzt home. Du kannst wieder trainiert werden. So, Holzwerze ist fertig. Was ist eigentlich mit Sven? Na, Sven ist ein bisschen am Sterben. Achso, sie holt Möbel, oder? Oder holt sie Nahrung? Nee, sie holt Möbel. Wie gesagt, hier unten noch ein Holzfällerzelt und den Schäfer. So, unser Jäger ist erfahren und kann trainiert werden. Unser Jäger kann mal wieder Schuhe herstellen. Ja, will, ja, will. So, Bier in rauen Mengen. Da kann ich mich auch der Bierbrauer wieder die Kaserne gleich beliefern. Und ja, so weit ist der Weg eigentlich dann nicht. Vor allem, wenn wir da eine Straße bauen. So, das Mehrfamilienhaus ist fertig. Du bringst hoffentlich auch gleich Geschirr mit. Tust du? Gut. Du hast Eisenschmelzer erfunden. Das ist sehr gut. Das heißt, du kannst jetzt Eisenschmelzer werden. Und wir bauen die Werkzeugschmiede. Ich würde fast sagen, hier. Nee.
Hier würde ich sagen, ist ein guter Kompromiss. Dann mach noch mal 5 Schuhe.